Wir haben 4 Uhr morgens. Ich war gerade voll ausgeschlafen zum Strippen. Eigentlich eine ziemlich untypische Zeit für mich, dass ich so gegen 20 Minuten zum Strip brauche mit meiner Rakete Rudi der Highroller. Wieso ich das gemacht habe, ich habe Sonntagnacht angefangen zu grinden, also die Stunden runter zu spielen und habe dann glaube ich die erste Nacht so 6 Stunden gespielt, also bis 6 Uhr morgens. Wie auch letzte Woche. Bin dann irgendwann Montagabends dann wieder an den Tisch gekommen und glaube so gegen 22 Uhr, 23 Uhr. Hab dann wieder die Nacht im Mandalay Bay durchgemacht. Und während wir die Nacht halt durchgespielt haben, hat einer innerhalb von 10 Minuten 2 High Hands bekommen. Einmal Straight Flush, einmal Pots. Es läuft nur ein Tisch und dieselbe Person kriegt zweimal eine High Hand. Da ich schon die erste Nacht durchgemacht habe, möchte ich das Ding auch auf jeden Fall gewinnen. Deswegen habe ich Dienstag dann quasi durchgemacht. Ich habe dann 15 Stunden gespielt und bin dann irgendwann abends dann schlafen gegangen, so gegen 7, 8 Uhr. Dann durchgeschlafen bis 2, 3. Und deshalb sind wir jetzt Mittwoch zu einer beschissenen Zeit im Mandalay Bay. An den Tischen sind wir ab. Game is broken, man. It's broken? Yeah. Just broke, like 1 minute ago. What the fuck? Verdammt, Alter, extra zum. Als ich zu Hause geguckt habe, liefen 3 Tische. Wir können jetzt alle 3 Tische kaputt sein. Entweder erzählt der Russe Kacke oder. Die haben tatsächlich keine Tische mehr. What was that? Played it last, yeah, I played it last 2 days, okay, probably like a 20. 1447. Okay, I take it. All of it? Perfect. Okay, guys, enjoy your breakfast. Alright, thank you. Have a good one. Das ist mein persischer Bro hier aus Las Vegas. Die haben gerade gesagt, dass der aussieht wie mein Bruder, also wie mein älterer Bruder. Findet ihr? Wir gehen jetzt frühstücken. Richtig lecker gefrühstückt. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gegessen habe. Irgendwie war das Hackfleisch mit Eiern und bla bla bla. War auf jeden Fall super lecker. Und Kartoffeln waren da noch mit drin. Der Kerl macht jetzt Feierabend und ich warte eigentlich auf einen Platz hier im Mandalay Bay. Ich habe fast 20 Punkte mehr als die anderen. Das ist super viel. Also ich habe einen mega Vorsprung. Aus dem Grund muss ich gar nicht Mittwoch jetzt so viel grinden. Viel wichtiger ist es, Donnerstag durchzuspielen, weil da gibt es Triple Points und falls dann einer von denen, die auf Platz 2 und 3 sind, am Donnerstag erscheinen würden, dann könnten die mich überholen. Deswegen muss ich auf jeden Fall Donnerstag durchspielen. Mittwoch kann ich ein bisschen Eier schaukeln. Jetzt erstmal auf dem Weg zum Luxor, mal gucken, wie das Spiel da drüben ist. Luxor nachts ist eigentlich immer gut, da sind halt Touristen. Und meistens sind die auch betrunken. Falls das Spiel im Luxor nicht gut sein sollte, werde ich mich auf Rudi den Highroller setzen und rüber zum Planet Hollywood fahren. Da ich hier im Mandalay Bay so viel rumgegrindet habe, habe ich den Bartik und den Rafa gar nicht mehr getroffen. Die haben mich einmal zum Pool eingeladen und das habe ich total verpennt. Ich habe jetzt diese Woche, ich habe gestern $1,500 an Bonus hier in Mandalay Bay bekommen. Es war einmal die $900 von letzter Woche.
die habe ich nicht abgeholt gehabt, weil sein Passwort zeigen, wenn man das abholen möchte. Und das hatte ich nicht dabei. Dann habe ich halt noch eine High Hand geknackt. Die haben hier dienstags eine Rolling High Hand. Das geht dann 3 Stunden lang. Die starten bei $100. Wenn das nicht geknackt wird, geht es weiter mit $200. Wenn das dann nicht geknackt wird, geht es halt weiter mit $300. Und wenn es an dem Tag nicht geknackt wird, dann geht es nächste Woche weiter mit $400 und immer so weiter. Auf jeden Fall war der Jackpot da bei $600 und ich habe die High Hand geknackt. Achso, übrigens, High Hand heißt nicht Quads Better, sondern das gilt schon ab Full House Jack Better. Also bedeutet, wenn man Pocket Deuces hat und am Flop kommt Bube, 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 dann qualifiziert man sich quasi für die High Hand. Und wenn keiner bis zur Ende der Stunde eine bessere High Hand hat, dann kriegt man einen Jackpot. Ich habe in dem Fall Asse über 5er gehabt. In Full House und haben gehalten und ich habe dann nochmal die $600 bekommen. An den Tischen lief es auch gar nicht mal so schlecht. Hatte eine Plus-Session von $700, eine Plus-Session von $120 und eine Minus-Session von $350. Insgesamt ist das eigentlich eine ganz schöne Woche. Ach ja, und ich hole mir auf jeden Fall die $900 für diese Woche noch. Das ist ja wohl klar. Da ich mit einem von den Mitarbeitern hier in Mandalay Bay bei Facebook befreundet bin und der war auch halt im letzten Video, dem habe ich die Faust gegeben, der heißt Ryan Decker. Der hat halt zufällig ein Video von mir gesehen hier bei YouTube. Und das ist dann total die Runde gegangen, dass ich halt Videos mache. Und vorher haben die mich halt alle unter Nojan gekannt. Die haben mich alle mit Nojan angesprochen und gegrüßt. Und seit der Ryan mein Video gesehen hat, hat das dann total die Runde gemacht in Mandalay Bay. Ganze Mitarbeiter rufen mich nur noch Mr. Dawson, Mr. Dawson. Hab mich zum Beispiel eingekauft in die Session und der mir die Chips dann gebracht hat, der meinte dann, jetzt wo ich weiß, dass du berühmt bist, könnte ich ein Autogramm von dir bekommen. Die ziehen mich da die ganze Zeit mit auf, Mandalay Bay. Aber die sind super lustig. Gab sogar ein paar Follower, die mich in Mandalay Bay besucht haben. Ich habe mir leider nicht eure Namen gemerkt, aber war eine super coole Aktion, dass ich ein paar Besucher hatte. Kam eine Lady vorbei und 2 Jungs. Okay, ich bin im Block so angekommen, jetzt wird gepokert. Oh, really? So you have to see my ID? Yeah. All right, no job. Later. Keep your own. Like a movie night. And it looked like that would be one of them too. Im Mandalay Bay gibt es immer noch kein Spiel. Ich bin zwar jetzt auf meinem Weg zum Mandalay Bay. Ich könnte mich auch hinsetzen und jetzt for free, obwohl kein Spiel stattfindet, könnte ich halt die Punkte da kassieren. Aber ich habe keinen Bock darauf, jetzt rumzugammeln da und nur wegen den Punkten da zu sitzen. Ich glaube, ich fahre jetzt wieder nach Hause, versuche nochmal eine Runde zu schlafen, denn ich habe Freunde aus Hürth hier in Las Vegas. Könnte sein, dass wir später ein bisschen, keine Ahnung, durch Las Vegas latschen und später was essen gehen und so weiter. Gestern hat mir der Kami geschrieben, dass ich ihn anrufen soll. Aber da ich so lange gepokert habe, konnte ich ihn leider nicht anrufen. Ich werde mich jetzt ins Mandalay Bay setzen und für die Zeit, wo ich mit Kami telefoniere, kassiere ich Punkte. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgesurft. Kami konnte ich leider nicht erreichen, habe versucht ihn anzurufen. Ich weiß nicht, was der macht, aber wahrscheinlich arbeiten. Hab dafür dann ein bisschen rumgesurft jetzt und nochmal 10, 15 Minuten on top bekommen, was überhaupt keine Rolle spielt. Wie gesagt, wir haben so einen riesen Vorsprung, dass ich mir eigentlich heute komplett frei nehmen könnte und einfach Donnerstag dann nochmal bis zum Ende durchspielen. Selbe Tag, ich bin wieder zurück in Mandalay Bay. Ich habe heute fast den halben Tag geschlafen, bin danach runter zum Pool. Also wir haben am Haus draußen im Garten haben wir noch einen Pool. Hab da noch mal eine Stunde geschlafen. Wer mir bei Snapchat folgt, der weiß das. Wurde dann eingeladen zum Essen, habe Persisch gegessen, habe meine Hürther-Freunde noch nicht getroffen. Ich hoffe, ich sehe die später noch.
ich gehe jetzt trotzdem schon mal zum Mandalay Bay und kaufe mich schon mal ein, weil keine Ahnung, was ich sonst tun soll. Ich glaube, ich treffe mich so in einer Stunde oder zwei erst mit den anderen. Von daher habe ich jetzt noch mal ein bisschen Zeit zu zocken und ein bisschen Geld zu verdienen. In 10 Tagen fängt ja schon die World Series hier an. Ich plane 2 Turniere mitzuspielen, bin mir noch nicht sicher. Entweder ein oder, also eins werde ich auf jeden Fall mitspielen, das wäre das Monster Stack. Und wie ihr wisst, oder vielleicht auch nicht wisst, kann man ja bei Poker Market Anteile verkaufen. Also vielleicht für die, die das noch nicht wissen, ihr könnt einfach euch bei Poker Market anmelden, euch ein Profil machen und wenn ihr Turnierspieler seid oder so, dann postet ihr dort, welches Turnier ihr spielen möchtet und könnt halt auch, wie gesagt, Anteile verkaufen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Ich denke, Poker Market wird das für mich machen. Ich werde das Monster Stack auf jeden Fall mitspielen wollen. Das hat ein Buy-in von $1,500. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Action ich verkaufen möchte. Aber checkt einfach Poker Market aus. Kann sein, dass ich die Tage irgendwas posten werde. Ich gehe ja fest davon aus, dass wir an Final Table kommen. Ich würde mich dann natürlich freuen, wenn irgendein Viewer durch nichts tun reich wird. The next day. Guten Morgen! 15 Uhr haben wir. Wir sind auf dem Weg zum Whole Foods. Der Felix, der liebt Whole Foods. Deswegen dachte ich mir, werde ich mal bei Whole Foods jetzt frühstücken gehen. So kann Felix, wenn er meinen Vlog sieht, Whole Foods sehen und ich krieg was zu essen. Wir haben jetzt mittlerweile schon Freitag. Ja, Freitag. Die Challenge ist vorbei bis Donnerstag. Ich war Montag, Dienstag, Mittwoch, sogar Donnerstag bis zur letzten Stunde Erster. Die ganze Zeit über Nummer 1, Platz 1. Ich habe sogar um 15 Stunden bzw. 15 Punkte halt geführt. Bedeutet, es konnte mich eigentlich keiner mehr aufholen. Ich hätte auch schon um 9 nach Hause gehen können. Die einzige Möglichkeit, wie der zweite Platz hätte gewinnen können, wäre, wenn er einen Straight Flush bekommen hätte. Und das hätte dann extra 15 Punkte gegeben. Ich meine, Straight Flush ist ja jetzt nicht so einfach zu kriegen. Aber was ist, in der letzten Stunde kriegt der Kerl nicht nur ein Straight Flush, der kriegt nochmal $350 on top, nimmt mir die $400 ab. Okay, die Hand habe ich halt nicht gegen ihn gespielt und auch nicht gegen ihn verloren, aber heute ist jedenfalls Wellness angesagt. Ich treffe mich in 2 Stunden mit dem Bijan und dann gehen wir ins Spa. Dieses Mal werde ich euch, glaube ich, zeigen, wie es im Spa aussieht. Um ehrlich zu sein, freue ich mich für denjenigen, der den ersten Platz belegt hat. Der Kerl, der die Straight Flush Hand halt bekommen hat. Denn der ist eigentlich ein Mitarbeiter da in Mandalay Bay, der ist Dealer gewesen dort. Er war bis letzten Mittwoch auf jeden Fall noch Dealer dort, hat da gearbeitet und wurde dann, glaube ich, gekündigt oder hat selber gekündigt. Ich weiß nicht genau, was passiert. Ich habe mich nicht getraut, da nachzufragen. Auf jeden Fall ist er auf Jobsuche und dem geht es wohl finanziell nicht so gut. Ich verstehe nicht, warum der dann pokert, aber na gut. Er dachte halt, er könnte mit dem Poker ein bisschen Kohle machen. Der Kerl hat dann über $2,000 in der Woche verloren. Und ich habe sogar eine Hand gegen ihn gespielt, wo ich seine Asse gecrackt habe. Ich habe Pocket 10er, Floppe Set und, gewinne ein, weiß nicht, $650 Pot gegen ihn. Das war sein letztes Buy-in. Er hat sich dann nochmal Geld von einem Kumpel geliehen, der da am Tisch saß. Das Geld hat er dann auch noch verloren. Dann ist er nach Hause für 1-2 Stunden. Und der hatte wohl zu Hause dann noch Kohle, ist dann auf jeden Fall zurückgekommen, hat sich dann nochmal hingesetzt mit den letzten $150 oder $200, die er hatte. Und hat sich damit dann hochgegrindet. Hat einen Teil der Kohle, die er verloren hat, wieder zurückgeholt. Plus, da am Ende hat er ja die Straight Flush Hand dann nochmal bekommen. Plus die $900 bekommt er jetzt auch wieder. Müsste auf jeden Fall wieder Break-Even sein. Als ich seinen Stack da bekommen habe, mit 10er gegen seine Asse, das hat mir irgendwie, normalerweise tut es mir nicht leid, weil wenn einer am Tisch sitzt, der weiß, was er da riskiert, der weiß, dass er Geld verlieren könnte. Und aber trotzdem, in dem Fall hat es mir irgendwie leid getan, da seine $300 da.
irgendeine Fitness-Convention oder irgendwas muss es hier geben. Weil im Whole Foods waren ganz viele Fitnessmodels, alle mit Hotpants und richtig heiße Ladies waren dabei. Ich habe mich extra in Whole Foods gesetzt, um Connection aufzubauen, aber ich glaube, ein Fettsack unter ganz vielen Fitnessmodels bringt nicht so viel. Essen war auf jeden Fall super lecker. Essen war auf jeden Fall super lecker. Hab irgendwie. Alter! Vogelfolgen. Hab Hähnchen mit Reis und irgendwelchen Soßen und Guacamole und alles gemixt gegessen. War aber geil. So, wir haben jetzt 15:42 Uhr. Ich bin jetzt auf meinem Weg zum Rudi, der High Roller. Fahre jetzt direkt zum Rio, der Bijan kommt dorthin und dann geht's zum Spa. Heute wie Charlie Sheen angezogen. Two and a half big blinds. Mal Sommerschuhe, kurze Hose und Leinenhemd. Ich stehe hier vor dem Garagentor an unserem Haus, weil das die einzige Stelle ist, wo noch irgendwo Licht scheint. Mein persischer Kumpel holt mich jetzt ab und wir gehen im Marquis heute Abend feiern. Wir werden erstmal im Planet Hollywood, glaube ich, spielen gehen, um vorzutrinken. Weil wenn man dort spielt, dann sind die Getränke halt umsonst. Also geben wir uns die Kante am Pokertisch. Hoffentlich verlieren wir kein Geld. Wir werden wahrscheinlich nur rumnitten und Shots ballern. Wenn wir einen gewissen Pegel erreicht haben, dann werden wir rübergehen zum Cosmopolitan und dann wird dort gefeiert. Bevor es jetzt wieder zum Strip geht, muss ich jetzt erstmal eure Frage beantworten, die ihr mir bei Pokermarket gestellt habt. Frage Nummer 1. Weißt du schon, wie du es nach 6 Monaten USA machst? Tendenzen? Hattest mal erwähnt, dass du eventuell überlegst, ein bisschen rumzureisen. Erstmal Deutschland, wieder Hallo sagen, dann vielleicht einfach noch eine Zeit nach Roswerdorf. So ein bisschen wie Quirin und Jonas und dann um die Welt reisen und Cashgame-Tische zerstören. Nicht wie Quirin und Jonas, die sind auf einem anderen Level, aber Cashgame auf jeden Fall. Ihr werdet mich auf jeden Fall öfter im Kings treffen und in Deutschland spiele ich halt meistens nur Homegames. Geplant ist auch, dass wir ein Streaming-Office mit Felix zusammen starten. Also es könnte sein, dass ihr mich dann öfter bei Twitch seht. Ist aber noch nicht ganz ausgereift, der Plan. Wir planen noch. Was wäre dein Approach, wenn du unbegrenzt lang in den USA leben könntest, weiter so viel grinden oder eher Richtung 4x10 Stunden, jeden Tag so viel grinden, wie ich noch kann. Ist in den Casinos in Vegas eigentlich 24/7 Action, also dass zumindest ein Tisch läuft, machen die überhaupt zu? Zu machen die auf jeden Fall nicht. Tische laufen 24/7 in manchen Casinos auf jeden Fall, nicht in allen. Das Mandalay Bay hat, es kommt halt manchmal vor, dass zum Beispiel im Mandalay Bay gegen 6, 7 Uhr dann kein Tisch mehr ist. Aber gegen 11, 12 Uhr startet dann wieder ein Tisch. Aber Aria, Bellagio und all die Hotels oder Planet Hollywood, die haben halt eigentlich 24 Stunden einen Tisch. Wie ist der Rake in Vegas so? Kenne ich schon ein paar Leute in Deutschland, die nicht mehr spielen, weil der Rake immer noch höher wird. Hier in Vegas ein Traum, die nehmen 3 Dollar Cap, also bei einem Pot von 500 Dollar 3 Dollar Rake. Gibt es eigentlich viele Live-Satellites für die WSOP, insbesondere Main Event? Es gibt einige Satellites. Es gab sogar im Flamingo eine Aktion, dass wer die meisten Stunden im ganzen Monat hat,
der hätte dann ein Seat zum Main Event bekommen. Ich glaube, die fünf Besten hätten sogar ein Seat bekommen. Das habe ich aber leider irgendwie zu spät. Keine Ahnung, warum ich da nicht mitgemacht habe. Hübscheste Pokerspielerin der Welt, das ist diese Sarah Chafak, wobei die, glaube ich, Miss Finnland ist. Die hat einfach mal gepokert irgendwo und seitdem sagt man, sie ist Pokerspielerin. Die ist auf jeden Fall hot. Wie viele Visitenkarten von Escort-Services wurden dir schon in die Hand gedrückt? Für die, die es nicht wissen, hier laufen halt so Leute mit, meist Mexikaner, laufen halt so mit Visitenkarten rum von Escort-Girls. Da sind so Fotos von Pornostars drauf. Wahrscheinlich, wenn man anruft, kommt dann irgendeine Schabracke. Wurden mir schon einige angeboten, ich habe aber nie eine angenommen. Was braucht eine Frau, um in deinen Augen richtig scharf zu sein? Ich habe keinen Typ oder so, also es geht bei mir nicht darum, dass die besonders hot sein muss. Ich stehe halt auf lange Beine, aber das ist jetzt wirklich kein Muss. bei mir ist es viel wichtiger, dass ich einfach mein Ding machen kann, meine Freiheiten habe und nicht unnötig gestresst werde. Stress ist etwas, womit ich überhaupt nicht klarkomme und ich möchte Stress einfach aus dem Weg gehen. Und wenn eine Frau anfängt zu stressen, dann... Wenn ihr eine Frau kennt, die keinen Stress macht und lange Beine hat, dann... info@dawson.de. Welche Grundvoraussetzungen muss eine potenzielle Mrs. Dawson mitbringen? Glatt, Teil oder Natur? Juckt mich nicht. Kann wie gesagt aussehen, wie sie möchte. Gepflegt wäre halt wichtig und ja, soll halt wie gesagt keinen Stress machen und mit meinem Lebensstil klarkommen. Dann bin ich zufrieden. Dann noch die letzte Frage, was mit Hillary passiert ist. Mit Hillary, wir haben uns einfach nicht so richtig verstanden. Also sie hat halt ihr Leben und ich habe halt mein Leben und hat irgendwie nicht zueinander gepasst. Warum es diesmal so viele Frauenfragen gab? Bei Pokermarket habe ich diesmal ein Thema vorgeschlagen und es ging diesmal um Frauen. Fragen sind alle beantwortet, jetzt geht's zum Club. Da jetzt alle Fragen beantwortet wurden, beende ich jetzt meinen Vlog hier. Für uns geht's jetzt zum Club. Ich nehme euch mit der Kamera trotzdem noch mit. Ich zeige euch, wie es da aussieht. Ich bedanke mich trotzdem schon mal fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Teilen und. Peace. Bah, bah. If you like this video, please share this video, leave a comment below and hit the thumbs up button. Also check out Mr. Dawson on pokermarket.com.